Hallo, herzlich willkommen wieder hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Er hat mir den Lauda zu Gast und als Kunde haben wir heute den Kuno Leibold. Ich glaube, wir kennen uns schon 30 Jahre, könnte es sein. Kommt ziemlich hin, 30 Jahre, ja. 30 Jahre, ne? Ein halbes Leben. Ja, ja, genau. Der Kuno hat schon immer ein wenig so gehungert. Durch einen Mopedunfall oder Motorradunfall in jungen Jahren, gell? Es war mal ein Motorradunfall mit Oberschenkelbruch rechts, aber so das Hauptthema ist diese Muskelschwundgeschichte. Ja, wann, seit wann hast du die jetzt? Seit wann? Ah, seit 15 Jahren etwa. Und es ist Gott sei Dank eine Form, die langsam verläuft, aber doch immer schlechter wird und die Kraft nachlässt in die Beine. Also du merkst es, ja. Ich mag das. Gut, also du kommst von der Sachs. Ich komme von der Alpra, also von der Ostalb, zwischen Geislinger Steige und Heideheim. Auf der schönen Ostalb, also, ja, wo es richtig schön Berg und Tal hat und schöne Hochfläche. Er hat übrigens jetzt auch verheiratet, hat seine Frau mitgebracht. Ne, die, ne, da, stellen Sie mal kurz vor. Das ist meine Frau Karin und seit 40 Jahren sind wir verheiratet und jetzt haben wir heute Engele auf die Farbbildung. Genau. Oh, da seid ihr so lange verheiratet wie die Claudi und ich. Das ist erstaunlich, gell? Und fast der gleiche Jahrgang, 58. Ja, ich bin in 59. Oh. Also, das ist dicht beieinander, dicht beieinander. Gut, okay. So, also der Kuno hat schon vor 10 Jahren bei uns ein Vitali gekauft. Und man kann sich jetzt vorstellen, 10 Jahre lang ist er damit gefahren. Da war auch noch eine ältere Technik drin. Und jetzt hat er sich entschlossen, nochmal für die restliche Laufzeit. Ist okay, 40, ne? Jahre. Ja, dass er jetzt nochmal ein neues Vitali kriegt. Hallihallo, da haben wir's. Es ist ein Vitali Tour, weil das braucht er. Als Mann verkaufen wir gern die Tour, weil die vorne gerade Lenker haben und da hat man einfach mehr Platz. Ja, und das Spannende, siehst du jetzt selber mit durcher Erfahrung mitmacht, mit dem Sattellift. Also das Spannende war, dass es das Fahrrad in der Kombination so nicht gab. Erst durch Erzähler, wo meine Beeinträchtigungen sind, war dann das Ergebnis so, dass ich einen super Sattellift habe, mit dem ich jetzt die Möglichkeit habe, gut aufzusteigen und dann beim Anfahren den Sattel hochzustellen, weil ich brauche das beim Anhalten, damit ich wieder den Sattel nach unten bringen kann, beide Beine auf dem Boden, gut absteigen, sicherer Stand. Das war für mich ganz wichtig. Und das tue ich uns auch nochmal zeichnen. Wir überprüfen das jetzt dann, ne, ob dann das auch stimmt, was du sagst, ob du fahren kannst. Ja. Technisch ist das ziemlich interessant, wie wir das gelöst haben. Und zwar, ich zeige es kurz. Normalerweise diese Dropperpost-Sachen heute auch, die, wo nicht mehr Deutsch können, oder die Sattellifte, die stecken normalerweise drin. Wir haben das jetzt aber mit dem Teleskop noch verbunden. Also das heißt, wir können hier die Höheeinstellung vornehmen. Und ich kann es auch da noch einmal rauslassen. So, und dadurch kann selbst ein Riese mit 1,90 Meter auch den Sattellift benutzen und ja, der Kuno halt auch. So, und das Ganze ist dann eben so, ich drücke nur noch, da lässt es eben los. So funktioniert es. Toll. Ja. Ja. Und was bei der neuen Version auch ganz gut ist, habe ich gerade schon festgestellt, man kann beim Anfahren einfach die Anfahrhilfe, der Booster, ne, der Booster. Man kann mit leichter Bewegung und das Fahrrad fährt schon los. Und das war ganz wichtig, weil gerade am Berg, wenn es schwierig ist, dann mit wenig Kraftmöglichkeiten anfahren können. Deshalb klasse. So. Ja, also wie gesagt, geh schon mal raus und zeigst du mal, den Helm wirst du keiner brauchen in dem Kreis rum, wenn nicht fange ich die auf. Ist in Ordnung. So, also gehen wir mal raus, guck uns. So, kommst du noch drauf? Okay, also man sieht, er tut sich ein wenig schwer, der Kuno. Ist halt so. Hauptsache, deine Frau kommt mit da klar. Und ich bin schneller unterwegs. So, also, und jetzt kommt gleich der Booster, die Anfahrhilfe in Einsatz. Ne? Jawohl, super, er ist gestartet. Und jetzt lässt er gleich den Sattellift hoch. Oh ja! Also er tut sich schwer mit seinem Muskelding und hat es halt gerade geschafft, mit dem Hinterer hoch zu gehen. Aber jetzt, wenn man sitzt, guck her, ist klasse, ist einfach klasse. So, und dann drückst du wieder und gehst runter. Der Hebel war jetzt neu zu finden, weil der alte, da war der anders positioniert,
Aber du machst Fortschritte. Ja, passt gut. Ich habe die Zuversicht, es wird gehen. Zweimal fahre. Ja. Einmal war jetzt und beim nächsten Mal passt es. Herrlich. Also, liebe Zuschauer jetzt von dem Film, falls Sie auch irgendwelche Einschränkungen haben, es müssen ja nicht die gleiche sein wie beim Kuno, aber so ähnlich, ja. An doch eine Einschränkung, ja. Dann tue ich Sie einfach mal eine Anfrage bei uns machen und dann gucken wir uns das an. Vielleicht habe ich Sie doch eine Chance, jetzt noch einmal Ihre Mobilität zu verlängern und dann mit Ihrer Frau nach 41 Jahren immer noch Strecke ausflüchtig machen zu können. Also bis dahin, ja. Tschüss, Ihr Erhard Moth.